1880 rollten bei der königlich-preußischen Eisenbahnverwaltung die ersten Tenderloks der späteren Gattung T0. 2 Jahre später folgte ihr die T1 und T2. Es waren die ersten nach preußischen Normalien, das heißt nach einheitlichen Konstruktionsvorgaben gebauten Tenderloks Preußens. Ebenfalls 1882 kam die erste dreifach gekuppelte Tenderlok Preußens auf die Gleise, die legendäre T3. Bis 1910 wurden es über 1300 Exemplare. Noch fast 500 Maschinen erhielten ab 1925 bei der DRG die Baureihenbezeichnung 8970 bis 75. Einige blieben sogar bis in unsere Tage erhalten. Zu ihnen gehört auch 8971-59, die hier im Odenwald zwischen Rheinheim und Großbiberau einen historischen Sonderzug zieht. Der kleine Dreikuppler ist heute im Besitz des Eisenbahnmuseums Neustadt-Weinstraße und dampft regelmäßig vor dem Kuckucksbähnel nach Elmstein. 1910 von Henschel gebaut, gehört diese T3 zu den Jungen. Bis 1968 rangierte sie im Walzwerk Schwerte als Werklok. Hier erreicht der historische Zug den Bahnhof Großbiberau. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es bei beiden Bahnverwaltungen nur noch wenige Exemplare. Schon 1959 schickte die Bundesbahn die letzte auf den Schrott. Bei der Reichsbahn Ost durften die Dreikuppler etwas länger Dienst tun. Mit 67 Jahren nahm 8974-23 im September 1965 beim BW Haldensleben als letzte T3 ihren Abschied. Rückfahrt nach Rheinheim.